Ah, ja, sie müssen nochmal abmachen, du hast den Buckel. Genau. Aber jetzt steig mal ein. Auch hier Baumstämme. Also falls ihr noch ein bisschen Brennholz braucht, ja, einsam. Zumindest können wir hier noch. Na, alle her. Hallo. Ja. Ja, ja. Nicht wackeln. An einer hölzernen Wurzel, 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 mein Bruder war nicht. An einer hölzernen Wurzel, 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 an einer hölzernen Wurzel, mein Bruder war nicht. Ich sehe nicht alle. Ja, hast du gesehen? Also wurde unten jemand stehen und den Herzleppen sollen. Wir sollen alle mit Bayern ziehen. Hallo, ihr drei. Hallo. Ahoi. Aber wisst ihr, was wir normalerweise mal machen? Du, genau. Zum Marido. Genau, so. No. Und der Hund noch mit dazu und zur Schlange. Das hast du aber nicht drauf, ne?
stellt sich einfach nicht. Oh, der ist tot. Nee, nee. Der hat ihn runtergeworfen. Ja. Nee, oh, der Hund hat den jetzt angestupst? Nee. Unter dem Loch drin. Hat ihn einfach bloß. Linken Seite des Flusses ist schon eine neue Provinz, die heißt Molden machen. Da ist der Gold dafür gedacht, ein Gegenstück haben. Irgendwie Umlauf fahren, da wird er was bezahlen können. Kaufen, ne? Immer. Mm-hmm. Ja, das ist wirklich, also... Das spricht... ja, eigentlich schon, ja. Da hast du recht. Alter, das ist das viel, oh, oh. Das ist das viel zu eng. Eine Persönlichkeit. Mhm. Nie lagen. Das ist schon krumm geworden, die Linie. Das sind die Sandfliegen. Die sind am schlimmsten. Muss ich jetzt ein Stillleben drauf machen. Der Indianer. Es gibt hier auch in den wo haben die das Gold? Ja, Leute, die Goldstufe. Ja? Die Goldstufe. Sí, es bonita la chunta. Sí. En Quito ya están vendiendo parquetes. Para el piso. Para el piso, sí, para el piso. Mm. Es hermoso. Na, Punkt. 1, 2, 3, hopp.
Die Straße, die war, da hast du hier durch das Echo in dem Tal, hast du richtig deutlich gehört. Das ist Abenteuer, das ist Action. Da wird aber schon der. Auto mit evakuierten. Ja, genau, mit evakuierten Kindern. Genau, die Kinder tun noch gerade evakuieren. Und das ist sauer. Extrem sauer. Es müssen dann Pflanzen sein. Pioniere sind also sauer. Das sind gerade die Felgen, kostenlose Felgen. Genau. Da war ein Russ. Ich wollte gerade sagen, es sollte T62 gewesen Selbstmord im See. Ach, das hast du schon mal erzählt, ja. Und was steht hier? Was? Was steht hier? Wie bitte? Was steht hier? Wie viel Zeit? 2:31. Estimados pasajeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la estación del tren de Alausilla, este maravilloso recorrido de la ruta Nariz del Diablo, considerada patrimonio natural y cultural del Ecuador desde el año 2008. Thank you.
Ja, habe ich auch gesagt. Also das Einzige wurde, dass du wieder das Geld zurückbekommst. Okay.
Vorbeugen oder zurückbeugen? Nee, ist okay. Hier vorne ist auch direkt über. Ein Schwein. Werden die gleichen Lieder gesungen, nur in Spanisch. Der Vorderbereich hier, das sind Lagersachen auch hier, wo man Mais zum Beispiel drin gelagert hat. Drüben ein Gebäude, ne, was alles nur die Grundstruktur ist. Hier unten haben sie mal so ein Gebäude nachempfunden. Ich hatte ja euch erzählt, dass es so einen Überschuss an Nahrungsmitteln gab und man so also wie so als Fingerabdrücke, als hätten die den Stein mit irgendwas weich machen können und kneten. Das war lustig. Weniger kriegerisch, ja, als das die Europäer waren. Morgen bringt Kummer und Sorge. Das hat was mit dem Spinn zu tun. Mal zu dem Steinbeilort. Genau. Ja, sag genau so heiß. Ich baue nur schon ein Leben lang. Hier haben sie ja heute auch abgebaut. Weil sie sagen, dass die Tempel, der Haupttempel, der Sonnentempel. Steine, für mich sind das Sandsteine, die hier benutzt haben. Denkst du? Die ich sagen, hier, guck mal, hier ist gelb. Zweitens auch noch in die Kamera reinlaufen. Ja, du hast die Kamera nach unten oder oben. Darfst da hier nicht einfach über die Dinger drüber weglaufen. Das sind die Hobbyarchäologen. Ich will genau. Tempel ganz von genau. Innen angucken. Können wir sonst einen Tempel da rein? Deutschland. Das ist bleib doch in Deutschland, wenn das dir dort so gefällt. Müssen wir doch nirgendwo anders. Das ist genauso wie. Der ist gestreift. Thank you.
den vielen Fragen über Cuenca. Erst gut 33 Jahre später nach Quito. Wir sind das wesentlich später hier angekommen. Ja, auch der Architekt nichts dafür, weil die Stadtväter waren halt einfach so ehrgeizig. Das Instrument ist ein brasilianisches Instrument und heißt Birimbau. Dankeschön. Nur den Blinker stört. Und es ist erstaunlich, wie das Grün, der Busch hier unten, wo sonst nirgends was zu sehen ist, auf einmal dazu kommt. Welcher Busch meinst du? Hier, die Busch, dass die hier dabei sind. Aha. Normalerweise hätte es ja viel mehr Busch sein müssen. Ja, ja, klar. Ist das Beweis? Du kommst über 4000 Meter. Ja, komme ich auch schon. Über 4100 Meter. Einfach so. Genau, kannst du eh einen Rundumschlag machen. In der Kamera. Okay, machen wir weiter. Noch? Wahnsinn, ne? Das Wolkenmeer.
Gebe, kannst du Kamera mitnehmen lassen. Sind, da ist noch mehr Wasser drin. Umso reifer die sind, dann wird das Ganze weißer. Also das Innere ist fest, bei denen ist das Innere noch weicher. Dafür ist aber mehr Saft dann drin. Jetzt sind es zwar dann nicht ganz. Seht ihr schon, wir werden schon zum Highlight hier. Ja, sollten wir schon heute. Habt ihr auch gerade gesehen, die
die Leute hier, das sind auch wieder Indianer, die früher eben hier gelebt haben. Die Kinder und der Mann, die waren ja auch sehr, sehr dunkel von der Hautfarbe. Und die hatten auch so eine krumme, wie so eine Adlernase. Und dann gibt es Schulschiffe. Ja. Das sind ja, Schulschiffe. Kennst du das Schulschiff? Ich kenne das wirklich. Als Pionierer warst du schon beim Schulschiff. Bitt, mein erstes Bier. Genau, in Ecuador am Strand. Bitte den Arm holt. Se llama Moyuyo. Also die ganz, ganz lange Runde. Egal, wir dokumentieren es mal. Frank sagt, dass das jetzt ist. Der Frank weiß nicht, was das ist. Komisch.
están listos para volar. A partir de este movimiento, lo hacen para regular las patas azules. Masculino y femenino van a hacer el cambio ahora. ¿Ves? Cambio. Ah, sí, claro. Ahora la femenina va a ir masculina. Ese es el relevo. Para fotos, es para fotos. Hola. Un dólar. Un pescado. Un pescado. Una sardina. So, hay un tiempo que un huevo se. Sí. O si nacen los dos bebés, también un bebé va a estar. Ellos también depositan dos huevos, pero solamente vive uno. Solo un bebé sobrevive. Y esto es algo natural en ellos. A esta especie solamente la podemos mirar aquí y en Galápagos. En estos dos lugares en Ecuador, que hay Perú, Colombia, aber ich denke ja, dass er jetzt gerade hier rübergekommen ist, um ein bisschen die Attention genau auf ihn zu ziehen und nicht auf mich. Aber dann natürlich gut aus, als ob er zum Fotoshooting kommt. Thank you.
Mamey Mata Serrano. Oh, ¿por qué? Así dicen. Así. Mamey. Tampoco no queremos matar, no, no queremos matar a alemanes. Ah, pero es otro mamey. ¿No ese que es morado adentro? No, es amarillo. Ah, den kenne ich noch nicht. Tipo mango. Es gibt noch einen anderen, der ist lila drin. Mira, rico. Ah, es como el sap. Como el mango. Ah, como el mango. Ein kleiner. Kleiner Arbeiter. Ah. Überall ist archäologische Sachen. Ja, ja. Der Film ist auch eins, da ist ein Haus auch zu sehen, was mit Dach ist. Mhm. Der Baum hier rechts, der heißt Kaskol, der große da oben. Im Fischerdorf.
Heute nur von der einfachen bis zur mittleren Qualität hergestellt. Und die Spitzenhüte, also die ganz, ganz feinen und super feinen, die werden immer noch hier, da gibt es nur noch in der Region, die werden es sehen. Ja.
agua. Nochmal? Nein, es ist nicht. Du musst dir den Finger einfach abbeißen lassen. Guck mal da drüben, die rein. Wieder gesäubert hat und ein bisschen hübsch gemacht hat, war es ein ziemlich unsicheres Viertel. Aus diesem Grund bis heute haben sie noch Wachleute. Das Urteil ist zu gefährlich und es stand auch ein Reiseführer. Hier kannst du ein schönes T-Shirt kaufen.